Hallo und grüßt euch und seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der C2.6.3 Elheva-Version mit dem DX11-Renderer. Irgend so eine unkonventionelle Version, die ich da habe. Es gibt zwar neue, aber mit dem fahre ich noch relativ ganz gut. Vor allem, weil er der einzige unter den vielen Renderern ist, der links die Liste anzeigt. Also auf der linken Seite, wenn ich zum Beispiel tausche oder was erhalte oder irgendwelche Quests ausfülle. Das Bett ist ein bisschen zu tief gewobbt. Das ist aber nicht schlimm. Das ist doch okay. Wacholder, Bier, so. Was die nicht alles trinken, die Gobline. Die Goblos, die Goblins, je nachdem, wie man sie benennen möchte. Gibt es hier einen Lederbeutel? Nein. Also, die haben ja schon. Hier knistert das Feuer so leise vor sich hin. Und da sind die Oger zu Hause. Und da haben wir wieder einen. Oh, da sind ja noch mehrere Piraten. Hallo? Und da kommen sie wieder aus den Büschen raus. Und ich bin umzingelt und muss gucken, ob ich das alles auf einmal packe dabei. Roland oder ich, zu leichtsinnig. Ja, nee, ja, das fängt ja gut an. Jetzt habe ich mich natürlich völlig verlaufen. Okay, fangen wir nochmal an. Und zwar an dieser Stelle, wo ich auch angefangen habe. Erstmal die Truhe mal knacken, ne? Knacken brauchen wir sie nicht, da ist nur Wasser drin. Könnte ich drin lassen oder doch rausholen, was? Okay. Ach, das hier werden wir mal eben noch schnell wiederholen müssen. Nicht, dass du da hängen bleibst hier, sondern jetzt einfach hier mal die Klamotten nimmst. Ja. Ich finde diese Hütten lustig gemacht. Die sind echt auch mal ein ganz anderer Style. Sind so Art Lehmhütten, oder? Nee, ist doch Lehmstroh. Aber ich finde das Design klasse. Finde ich gut. So, da hinten warten sie ja. Die ganz vielen. Dann werde ich erstmal speichern. Ja. Gucken wir mal. Hallo. Komm erstmal zu mir. Komm, du Daddy. Ach, so ist das. So ist das. Wie bescheuert ist das? Die kommen ja alle nacheinander aus dieser Hütte raus. Einer entdeckt mich und die da ganz hinten, die kommen dann auch noch hinterher. Mal gucken, vielleicht kann ich sie irgendwie so aufsplitten, indem ich mal ein bisschen renne. Ja, das klappt. Ja, drei Stück, das müsste doch zu schaffen sein. Okay. Also. Konnte ich mich anfangs nur in dieses Inferno der Goblins da begeben. Ich habe, glaube ich, was gesehen. Da hinten. Das ist wohl das Piratenschiff. Nach dem Motto, wo ist das Wrack? Ist es das? Das wird sein. Das werde ich heute noch bestimmt herausfinden. Hoffe ich doch. Aber wie schon gesagt, gehen wir mal der ganzen Sache mal ein bisschen systematisch vor. Wieso ist denn hier ein altes Entermesser? Und, schauen wir mal. Ja. Hier ist wieder was. Ein Feuerchen lodert. Mal gucken, wie viele jetzt noch übrig geblieben sind. Jetzt ist keiner mehr da. Oder? Ach nee, das war ja das erste. Ja, sorry. Ich sollte mal gucken. Ja, genau. Das hier mit den. Das hat zwei Zacken, das hat nur einen Zacken. Ah, ich höre so wieder mal. Aus Snipperkraut. Na, wo seid ihr denn? Wo versteckt ihr euch? Da, wieder mal. Okay. Nein. Und schon werde ich wieder langsamer. Oh, wie viele sind es denn noch? Okay. Komm. Auch nicht gerade unwenige hier. So war es das. Es war das.
Mal schauen wir mal, was wir hier alles noch entern können. Entern ist gut. Looten. Zuerst heißt es bluten und jetzt heißt es looten. Da ist nichts zu holen. Yep. Ach, das ist alles nicht viel, nicht ergiebig, was die hier so haben. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Nicht zu plündern. Okay. Ich blute wieder. Okay, da hat sich wieder einer versteckedeit. Kommst du? Ah, zwei Stück. Oh, wieder drei Stück und ich habe nichts getrunken. Mann, oh Mann, oh Mann. Gehen wir erstmal hier hin. Nützen mal die Hütte so ein bisschen als Verengungs... Ja, okay. Damit sie ein bisschen geschlossener reinkommen. Und dann gibt es wieder was zu looten. Und die haben auch nur alle Säbel und ein bisschen Gold dabei. Ein altes Entermesser. So, jetzt mal ein bisschen was trinken wieder. Ich glaube, das reicht wohl erstmal hier. Speichern, wie immer. Und dann schauen wir mal weiter, was da hier noch so ist. Macht keiner. Nö. Macht keiner. Gucken wir mal hier rein. Hier gibt es auch wieder ein bisschen was. Hey, Äpfel, Gold. Noch was. Fisch, Brot. Laborwasserflasche und noch ein Hämmerchen. Ja, kann man alles usen. Was ist hier? Eine Amphore. Rasiermesser und ein Becher für den Rasierschaum. Ja, wieso gibt es eigentlich keinen Rasierschaum hier? Oder irgendein Seifenkraut zu finden? Ja, wahrscheinlich hat man sich früher trocken rasiert. Meine Herren, das muss ja schließlich ziemlich wehgetan haben, zum Rasiermesser trocken zu rasieren. Jetzt kommen wir wirklich wohl wahrscheinlich in diesen eigentlichen Sumpf raus, den ich ja verzweifelt gesucht hatte. Ja, und da hinten scheint was Lustiges zu befunzeln, zu blinken. Oder sind diese neumodischen Pflanzen? Oder ich komme hier gar nicht mehr durch oder weiter. Nee. Da unten kämpft ein Snapper mit dem Lurker. Nee, nicht mit dem Lurker, der ist ja daneben. Ach, der Molerat. Der Molerat war es. Ja, ja, das ist hier diese... Das ist der eigentliche Sumpf, von dem ich ja damals gesprochen habe. Und da hinten ist das Wrack. Also haben wir jetzt hier diese Sektion untersucht. Jetzt gehen wir mal eine Sektion weiter runter. Bin gespannt, ich bin gespannt. Ah, Holzstumpf. Ich könnte jetzt mal was hacken. Das werde ich jetzt im Off machen. Ja, das war nicht so viel. Das waren 10, 15, 17 Sachen. 17 Pfeilschäfte haben wir jetzt sozusagen gemacht. Ja, jetzt gehen wir mal hier runter. Lalala. Ein bisschen aufpassen wieder. Und mal gucken, was sich hier so verbirgt. Hier verbirgt sich noch nichts. Verbirgt sich hier was. Boah. War ganz schön eng hier angepflanzt. Die Büsche. So, da hinten ist was. Goblin-Krieger, Goblin-Pirat. Ist denn das hier das Hauptquartier auf Corinnes? Ich denke mal, dass wir gleich einen Eintrag kriegen werden. Ja. Schauen wir mal. Wie viele werden denn jetzt aufmerksam auf mich? Das sind doch ein paar. Das sind doch ein paar. Na. Die sind so kleiner. Da schlägt man auch daneben. Hallo? Wo bist du? Diesmal habe ich nicht daneben geschlagen. Okay. Nicht zu holen. Rostiges Schwertchen. Wie sieht's denn eigentlich mit den Erfahrungen? Alles klar. 1325 noch. Bei 10.325. Ich glaube 1325. Das dauert noch ein bisschen. Ohoho. Ich bin so richtig scharf drauf, hier die ganze Meute mal
Was brennt denn da? Ist das Osterfeuer oder wie? Das passt ja sowas wie... Du bist doch da gerade rausgehüpft. Ich warte auf dich. Da ist er. Okay, da kommt noch einer an. Der hat sogar eine rote Mütze auf. Leute. Nichts zu holen. Nichts zu holen, wie immer, ne? Okay, hier hat er doch was. Goblin-Krieger. Ja, okay, die haben meistens nichts. Jedenfalls ist mir das so aufgefallen. Ich weiß es nicht. Passender kann es ja jetzt wohl wirklich nicht sein. Ja, ein bisschen verfrüht, aber das sieht mir sehr nach Goblin-Osterfeuer aus. Wo geht's denn eigentlich hier rum? Hier geht's wahrscheinlich direkt zum Sumpf. Aber ich habe hier ein paar aufgeweckt, glaube ich. Erschreckt. Wie viele werden es denn sein? Oh, viele, 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 viele. Ja, okay. Hingekriegt. Da scheppert noch irgendwo ein Messer runter. Der alte Goblin-Fehler, der ist ja bekannt. Ja, das geht hier runter. Da ist er jetzt. Irgendwo runtergerutscht. Nicht zu holen. Okay. Gehe ich da jetzt hin oder mache ich jetzt erstmal hier einen Sidekick? So einen Sidewalk. Dann gehen wir mal hier rum. Stärken. Was haben wir hier noch? Vielleicht finden wir hier noch ein paar gute Sachen. Mitten in der Pampa. Jo, schaut mal, das ist ein richtiges Dorf. Und da... Ja, nee, gucken wir mal. Wie viele kommen denn so rum? Hinter mir her. Nicht wieder asynchron. Oh, Mann. Doch, es ist ein bisschen viel. Moment, gehen wir mal hier rum. Da stand noch einer. Jetzt ist er wieder weg. Ach so, das ist jetzt ein anderer Weg. Mann, oh Mann. Ja, eine Stufe gestiegen. Und ich bin auch eine Stufe nach unten gegangen. Okay, sorry. Ja, das heißt, ich bin eine Stufe nach unten gestiegen, sondern ich bin platt auf den Boden gefallen. Weil es dann doch ein bisschen zu viel war. Jetzt gehe ich mal wieder hier hoch. Und will doch mal sehen, da war doch nämlich noch was. Ah, das hat sich nämlich hier geteilt. Das habe ich nämlich gar nicht gesehen. Dann gehen wir erstmal hier in dieses kleine Vordörfchen hinein und gucken mal, was uns da... Weil da sind natürlich auch ein paar. Bäh, da ist einer. Gut. Aber ist ja auch nur... Okay, seht ihr das? Mal gucken, wie viel kommen denn noch nach. Einmal. Zweimal. Waren das jetzt alle? Speicher ich mal. Wo ist eigentlich dieser abgerissene Turm? Lagerfeuer. Und da hinten ist noch wer. Einer. Attacke! Oh, hat ja geklappt. Kompositbogen. Altes Entermesser, Goblin-Pirätchen. Ja, ich mitspringen, ihr kennt das ja. Kompositbogen. Composite. Gucken, was für einen Bogen habe ich denn an? Ich habe ja schon einen guten Eschenbogen. Da ist der Kompositbogen. Also, Moment, stopp, stopp. Da war noch einer drüber. Ach ja, das war der Knochenbogen. Da habe ich ja Geschicklichkeit zu wenig. Das könnte eventuell sein, dass ich mich ein bisschen mit Geschick ausrüsten sollte. Denn da liege ich noch weit unter 100. Gucken wir mal. Gucken wir uns mal hier noch ein bisschen um.
Jetzt hier. Nee, da geht's nicht so rum. Mal gucken. Ja, ein Orkblatt. Wieder ein Orkblatt. Wasser, Rum, Honig. Voll der Honig hier. Weiter geht's. Immer schön die Verstecke der Orks ausfindig machen. Wird wohl nichts mehr sein. Und, ach ja, mit dem Lagerfeuer, da gehe ich nochmal hin. Da gehe ich doch nochmal hin. Hier gibt es noch jede Menge Holzscheiben. Warum kann man immer nur denn Pfeile draus machen? Ich würde da ganz gerne was anderes schnitzen. Geweihtes Wasser. Mhm. Auch gut. So, Lagerfeuer. Wir können uns da hinhocken. Hatten wir das nicht schon mal ganz zu Anfang gehabt? Ja, hatten wir. Wir werden mal 50 Stücke Fleisch braten. Gute Animation an dieser Stelle. Hatte ich lange nicht mehr gehabt. Also in dieser Version von Odyssey. Nur um das nochmal in Erinnerung zu rufen. Ja, das geht auch. So, hier geht es nicht mehr weiter, ne? Also hier habe ich jetzt, glaube ich, alles durch. Hier ist nur scharfe Ecke, Schlucht. Und dann geht es wieder zurück zum Dorf da hinten, wo sie das große Feuer haben. Wie soll ich denn das alles packen? Könnte ja noch eventuell... Da muss ich noch mal überlegen, wie ich das mache. Wenn wir erstmal uns hier Stellung nehmen. Weil da sind ja richtig viele. Und Feuersturm habe ich ja nicht mehr. Dann schaue ich mal, ob ich die Strategie der Zerstreuung hier auch hinkriege. Ja, ein paar sind aufmerksam geworden. Einige ziehen nach. Jawohl. Und dann gehen wir mal hier wieder, rennen wir wieder hoch. Gucken mal kurz, wie viele folgen uns. Dann können wir uns ruhig mal umdrehen, Waffe ziehen. Das sind noch viele. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Bisschen, Oha. Gucken. Da klappt's ja. Einer noch über. Okay, auch den haben wir. Ein bisschen was einstecken müssen. Ist ja immer so, dass bei sowas eingesteckt werden muss. Lebenskraft angeht. So. Muss ich mich jetzt nochmal kümmern, dass hier noch was zu holen ist? Nein. Auch wenn ich was vergessen haben sollte. Egal. So wichtig wird das ja wohl nicht sein. Den habe ich ja unterwegs gemetzelt. Dann gucken wir mal. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Strategie. Die werde ich noch weiter verfolgen, falls hier noch mehr kommen. Und erstmal wieder mal ein Schlückschen trinken, ne? Was trinken wir denn da mal? Gucken wir mal hier. Ja, das ist gut. Da. Ha. Schauen wir mal jetzt. Oh, da sind immer noch viele da. Hm. Aha. Die klettern sogar aus Osterfeuer. Ich sag schon Osterfeuer. Oh. Okay, dann nochmal das Ganze. Nochmal. Das sind aber viele. Okay. Du bist schon mal unverletzt. Oh, jetzt plötzlich kann ich plötzlich mit der Katana rennen. Wie ulkig. So. Die meisten werden wahrscheinlich hier hängen bleiben. Richtig. Und nur vereinzelt hier hochkommen. Und du bitte nicht runterspringen. Oh. So. Genau. So können wir das mal beibehalten und machen. Nicht zu holen. Da ist nicht zu holen. Kriegertjes, na, speichern. Und dann holen wir die uns noch mal so ein bisschen rüber. Könnt ihr natürlich mit Pfeil und Bogen, aber... Okay, da ist er schon wieder. Ein Pirat, der kommt mal so eben rum. Der hat's kapiert. So. Der nächste, ach, das... Oh, von hinten auch noch. Ja, die sind perfide, die Teile. Jetzt kommen sie, jetzt haben sie es kapiert. So,
Quatscht noch einer? Ah, es quatschen noch ein paar. Und dann kann ich mir in meiner Ruhe mal... Oh, ja, kommt wieder einer. Zack. Ja, so kann man die... den Kampf auch hinauszögern, dass sie nicht alle auf einmal da kommen. Ist nicht zu holen. Oh, noch ein bisschen Entermessern. Und dann kommt der nächste. Mal nebenbei den auch noch mal nehmen. So. Der nächste bitte. Und du noch. Und war's das? Das war's. Ja, dann werde ich mal im Off hier gründlichst untersuchen und dann melde ich mich wieder. Okay, das habe ich dann hiermit gemacht. Na, gucken wir jetzt doch mal die Situation an. Was? Den habe ich noch nicht. Nicht zu holen. Ja. Wie jetzt die Situation am Osterfeuer ist. Also an dem großen Feuer. Da müssten natürlich noch ein paar sein. Und dann checken wir uns erstmal ab mit Speichern. Oh ja. 1, 2, 3. Weil wer weiß, wie viel in den kleinen Hütten noch ist. Obwohl, die sehen jetzt größer aus, von hier aus gesehen. Nee, das sind wohl die gleich großen Hütten. Ja, da hinten fetzen noch welche rum. Mhm. Hallo. Ja, die feiern noch immer lustig ums Feuer herum. Okay, 1, 2. Oh, da sind noch ein paar. Oh, schauen wir mal. Inwieweit? Jetzt kann ich wieder mit der Katana rennen. Kann mir jemand in den Kommentaren schreiben, warum es mal geht und mal es mal nicht geht? Grad. Der ging irgendwie besser. Upp. Nicht zu holen. Oh, wieder mal Krieger nichts zu holen. Dann schauen wir mal weiter. Hallo, winke, winke. Ich bin auch noch hier. Okay. Wir versuchen sogar das Feuer zu mir zu kommen. Los, als erstes du mit der roten Mütze. Komm. Nicht auf den Boden kloppen. So. Nee. Okay. Nee. Ah. Super, du bleibst da in der Asche hängen. Ah, Aschenbrödel, wa? Die Füße in der Asche. Yep, altes Messerchen zum Entern. Dann gehe ich nochmal auf dich zu. Und weg. Nicht jetzt zu plündern. Ich höre eine neue Musik. Habe ich nicht dich eigentlich schon? Ja, die habe ich schon. Ja, das Feuer brennt. Und jetzt gucken wir mal hier weiter. Mhm. Hier ist noch was. Hey, was machst du denn hier? Sei gegrüßt. Oh, du hast ja schon was abgekriegt gehabt. Wahrscheinlich im ersten Kampf. Da ist nicht zu holen. Was verbirgt sich denn hier noch so? Okay, da hinten ist Ende. Besteck. Ah, Rasiermesser. Ja, Goblins sind auch zivilisiert. Die essen wenigstens noch mit Besteck. Oder was wollten die damit? Na, hier hat aber einer gewütet. Yep. Dann gehen wir mal hier in die nächste. Ja, das sieht nach Abgrund aus. Zum nächsten Haus. Gibt's hier was? Nein. Ja. Okay. Ich höre ein Tier. Ach so, das ist unten im Sumpf. Ja, das wird bestimmt da auch enden. Wasefass. Was kann ich denn damit machen? Zu weit entfernt. Gucken wir mal. Ach, einen Schluck Wasser trinken. Okay. Ich dachte, ich könnte jetzt auch Wasserflaschen füllen. Gut, okay. Das kann man an den Brunnen machen. Das weiß ich. Ah, da hinten versteckt sich noch einer. Feigling, Feigling. Blöder Pirat. Altes Entermesser.
Was haben wir denn hier? Oh, Pech. Okay, Pech zum Abdichten. Wahrscheinlich das Piratenwrack unten, weil es ja kaputt ist. Um die Planken abzudichten. Was haben wir denn hier? Ach, hier gibt es diese spitzigen Teile. Aha. Okay, hier kann man rum. Hier gibt es aber nichts. Ja. Die Runde wäre jetzt gemacht. Ich krieg aber nicht so den Eintrag. Oh, hier ist einer. Nicht zu plündern. Nix. Guck mal ins Log. Und zwar Piraten-Gobos. Ja, hat sich noch nichts geändert. Vielleicht erst, wenn ich unten am Wrack bin, Fragezeichen. Gucken wir mal, wo es hier denn lang geht. Moment, erstmal orientieren. Genau, da bin ich her. Und irgendwo ging es doch bestimmt noch weiter runter. Ja, genau, richtig. Dann ist das hier nur so ein Plateau. So wie ich das jetzt so gesehen habe. What do we have here? Nothing, oder? Ja, da haben wir ganz viele reißerische Tierchen. Ja, gefällt mir nicht. Da, aha, das ist also der Eingang zu dem Sumpf. Der eigentliche Sumpf. Aha. Was haben wir denn da? Da versucht einer auf mich zuzukommen. Und zwar ein... Was für ein Zeug? Sumpfschnäpper, ne? Ja, genau. Richtig, ein Sumpfschnäpper. Hui. Jetzt sind wir im Sumpf. Na, erstmal gucken. Erstmal gucken, was es überhaupt so gibt hier in der Nähe. Ein Sumpfsnapper. Sumpfsnapper. Sumpfgasdrohne. Ach ja, diese Teile. Die waren witzig. Okay. Nee, ich will erstmal wissen, ob es hier noch was gibt. Kann ja sein. Okay. Aufs Maul halt die. Halte dieses auch gefälligst. Ah, ist das wieder so dicht? Mann. Okay, wir müssen hier irgendwie eine Strategie finden. Was ist da hinten? Was ist das? Das ist so ein schwarzer Lurker, denke ich mal, oder? Gab es so einen Giftlurker? Okay, ein Giftlurkerchen. Hä? Ja, vielleicht sollte ich mal die... Ja, das ist immer blöd. Waffe und dann gucken, ob es hier was gibt. Hier gibt es noch mehrere Giftlurker. Oh. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Wollen wir uns mal hier ein bisschen anverstecken. Okay, ach ja, richtig. Die sind richtig giftig, die Teile. Okay, ein bisschen was raus. Da ist noch einer. Super. Ums Eck. Er hat mich ein bisschen angegiftet. Okay, mal was essen. Das hätte ich hier mitgemacht. Ich habe jetzt das nicht eingeblendet, das Menü. Könnte das hier was... Nee, ist kein... Ist kein Kräuterchen. Okay, da hinten geht's weiter. Ah, da geht's zum Wasserfall. Gucken wir mal hier. Boah, das für ein Areal. Ah, hier geht's zum Meer. Ah, mit einem Blick auf das Wrack. Oder auf ein Schiff. Ich kann ja noch nicht mit Sicherheit behaupten, dass es das Wrack ist. Okay, sollte ich den noch mit dieser Energie, die ich noch habe, auch noch natzen können. Moment mal, was gibt's denn? Ah, ich habe keine. Nehme den Fein, bringt das nichts. Nein! Oh! Jetzt. Ah! Nichts abbekommen. Ja, Glück muss der Roland haben. So. Hier mal ein bisschen absuchen. Okay, hier gibt's mehr von diesen Giftlagern. Und da hinten sind welche beschäftigt mit Mampfen eines Molarats, was wir ja mal gesehen haben. Ja. Komm her. Die anderen sind beschäftigt.
schmeckt's gut. Ah, jetzt werde ich. Ja, das habe ich mir auch gedacht. So, jetzt esse ich mal wieder was. So, ich blende mal ein. Ich habe mich ein bisschen von Fleisch ernährt. Und sehe gerade eben, dass ich Elixier des Geistes habe. Mana plus 5. Das ist doch super. Noch irgendwelche Elixiere? Nope. Speichern. Und weiter geht's. Mit diesem Reptiloid-Getier. Zum Batsch, Batsch, okay. Weg mit euch. Ist er noch interessiert da hinten? Nee, ist er nicht. Olorat gibt es noch ein bisschen Fleisch. Die Sumpfsnapper haben nicht alles aufgegessen. Schämt euch. Wie könnt ihr denn solche Lebensmittel denn nur verschwenden? Aber gut, dass ich da bin. Ah, sehr gut Glück gehabt, dass ich das auflesen kann. Was mit dem Fleisch? Irgendwie noch einen schönen Spalt? Nee. Uah, nee, das ist mir dann zu unübersichtlich. Also gucken wir mal weiter. Okay. Shit. Aber Roland nicht schnell genug. Okay, mal gucken. Oh, meine Ecke ist noch einer. Oh, noch ein Snapper. Na? Moli. Sehr schön. Fleisch, Haut, Krallen. Du auch. Dann speichern und essen. Ja, und in diesen tiefsten Tiefen des Sumpfes hier, wo ich nochmal hier auf irgendwelche giftigen Viecher treffe. Ah, super geil. Darf ich mich an dieser Stelle für diese Folge verabschieden? Danke mich, dass ihr angeguckt habt. Und Daumen und Kommentare abliefert. Mal gucken, schaffe ich den? Ja, den habe ich noch geschafft. Und werde ich mich dann für die nächste Folge wieder hier ein bisschen erfrischen, mein Näschen pudern und sage Tschüss, haut rein.